Das neue Ziel, die Qualifikation zur Europameisterschaft in Frankreich. Vorbereitung für das erste Spiel gegen Belgien umfasste 5 Spiele. In diesem Treffen in Lugano ging Portugal in der 34. Minute sogar 1:0 in Führung. Der Torschütze Nene. Die Schweizer verloren gegen die sehr defensiv eingestellten Portugiesen im Mittelfeld viel Zeit, spielten zu wenig über die Flügel. Sie kamen aber trotzdem zu guten Chancen. Drei Minuten vor der Halbzeit, Botteron. Er setzt sich durch. Zappa, 1:1. Botteron wurde gefault, er setzte sich aber trotzdem durch. Barberis wird stoppen. Sulzer lenkt den Ball zu Zappa. Das dritte Tor für den großgewachsenen Tessiner in der Nationalmannschaft in seinem 19. Länderspiel. Dass auch das Siegestor für die Schweizer durch einen Verteidiger, nämlich Egli, nach einer Stunde erzielt wurde, war bezeichnend für das Spiel der Schweizer. Heinz Herrmann hatte mit seinem weiten Einwurf den Treffer eingeleitet. Wir haben schon besser gespielt und doch verloren. So lautete der lakonische Kommentar der Schweizer Spieler zu diesem Erfolg, der keine Begeisterung auszulösen vermochte. Der Schweizer Spieler, Schweizer 2, Portugal 1.